Wir haben hier eine Beispieleingabe für Minimum Spanning Tree. Alle Kanten haben nicht negative Längen. Die größte Kantenlänge ist 13. Anstelle eines minimalen spannenden Baumes mit den originalen Kantenlängen können wir auch einen maximalen spannenden Baum mit modifizierten Kantenlängen berechnen. Und zwar ersetzen wir jede originale Länge durch die Differenz aus maximaler Kantenlänge minus originale Länge dieser Kante, also zum Beispiel bei der Kante von V2 nach V3, die 3 durch 13 minus 3. Das ist das Ergebnis der Differenzbildung. Ein maximal spannender Baum für diese modifizierten Kantenlängen ist offensichtlich ein minimal spannender Baum für die originalen Kantenlängen. Der Algorithmus von Prim für minimal spannende Bäume benötigt offensichtlich, dass der Graph zusammenhängend ist. Wir werden gleich den Algorithmus von Kruskal für maximal spannende Bäume sehen und der wird auch mit unzusammenhängenden Graphen genauso fertig wie mit zusammenhängenden. Das heißt, das Ergebnis von Kruskal bei einem nicht zusammenhängenden Graphen ist ein maximal spannender Baum pro Zusammenhangskomponente. Was für die originalen Kantenlängen eben ein minimal spannender Baum pro Zusammenhangskomponente ist, das nennt man in der Informatik konsequenterweise einen Wald oder englisch Forest. Links ist wieder die Eingabe von eben für Max Spanning Forest zu sehen. Ein ungerichteter Graph mit Kantenlängen. Um das Beispiel überschaubar zu halten, betrachten wir nur die eine Zusammenhangskomponente. Als Ergebnis soll also ein spannender Baum herauskommen. Im Preprocessing werden die Kanten nach absteigender Länge sortiert und in eine sortierte Sequenz gepackt. Links unten wird diese Sequenz angezeigt durch die absteigende Sequenz nur der Kantenlängen. In der Menge groß E mit Index unten werden wir Schritt für Schritt die Kanten des Baumes aufsammeln. Rechts verwalten wir eine Partition der Knotenmenge, die so initialisiert wird, dass jeder Knoten am Anfang seine eigene Partitionsmenge ist. In jeder Iteration wird eine Kante hergenommen, und zwar in absteigender Reihenfolge der Kantenlängen. Bei gleicher Länge haben wir freie Wahl. In diesem Beispiel hat allein die Kante zwischen V3 und V5 größte Länge, nämlich Länge 13. Wir prüfen, ob V3 und V5 in derselben Knotenmenge sind. Sind sie nicht, und das bedeutet, diese Kante kommt in die Menge E mit Index 1 nun und die Partitionsmengen rechts, in denen V3 und V5 sind, werden zu einer Menge vereinigt. Diese beiden Mengen sind noch einelementig, Ergebnis ist also eine zweielementige Menge. Die nächste Kantenlänge ist 11, die nächste Kante ist also die zwischen V1 und V4. Wieder dieselbe Situation. V1 und V4 sind in unterschiedlichen Mengen und diese werden vereinigt. Die Kanten zwischen V1 und V4 wird zu E, jetzt Index 2, hinzugenommen. Nächste Kante ist die zwischen V2 und V3. Auch diesmal wieder sind die beiden Knoten nicht in derselben Menge, sodass die Kante zu E, jetzt Index 3, hinzugenommen wird und die beiden Mengen vereinigt werden. Das ist jetzt das erste Mal, dass eine der beiden zu vereinigenden Mengen nicht einelementig ist. Die Kante zwischen V3 und V4 verbindet wieder zwei verschiedene Partitionsmengen. Daraus entsteht eine große Partitionsmenge mit 5 Knoten. Jetzt haben wir zum ersten Mal die Situation, dass die beiden Endknoten der aktuellen Kante zur selben Partitionsmenge gehören. In diesem Fall wird die Kante verworfen und nie wieder angeschaut. Warum? Ganz einfach. Würden wir eine Kante wie diese hinzunehmen, dann würden wir damit einen Zyklus schließen.
Das machen wir natürlich nicht. Damit haben wir alles gesehen, was in einer Iteration so passieren kann. Die jeweils nächste Kante in der Sequenz wird auf den Prüfstand gestellt, verbindet sie zwei verschiedene Partitionsmengen miteinander, dann wird sie in die Kantenmenge hineingenommen und die beiden Partitionsmengen werden zu einer vereinigt. Sonst wird die Kante ein für alle Mal verworfen, das heißt nie wieder angeschaut. Jetzt sehen wir auch das Muster dahinter, sprich die Invariante. Der erste Punkt ist klar. Gerade für den zweiten Punkt verwerfen wir jede Kante, die zwei Knoten derselben Zusammenhangskomponente verbindet und somit einen Zyklus schließen würde. Dieser Punkt ist klar, weil wir nur dann eine Kante verwerfen. Das ist wie bei Prim wieder das Kernstück. Der Beweis ist praktisch derselbe, deshalb wiederholen wir ihn hier nicht, sondern das bleibt dem Zuschauer als kleine Übung zur Überprüfung des eigenen Verständnisses überlassen. Dieser Teil ist auch klar, denn wir vereinigen zwei Mengen ja immer genau dann, wenn wir sie mit einer Kante verbinden. Die nächste Iteration fügt wieder eine Kante hinzu. Wir könnten jetzt Schluss machen, denn wir haben einen Spannenbaum, was wir auch daran sehen können, dass alle Knoten gemeinsam in einer Partitionsmenge sind. Aber der Algorithmus geht munter weiter, alle Kanten nach Schema durch. In diesem Beispiel ist nur noch eine übrig. Das Ergebnis ist ein spannender Baum. Dann läuft in jeder Zusammenhangskomponente praktisch einmal der Algorithmus von Kruskal ab, allerdings mit Aussetzern. Jedes Mal, wenn eine Kante aus einer Zusammenhangskomponente drankommt, setzen alle anderen Zusammenhangskomponenten sozusagen eine Runde aus. Gegeben ist ein ungerichteter Graph, der nicht unbedingt zusammenhängend sein muss. Und jede Kante hat eine positive Länge. Gesucht ist ein spannender Wald, also eine zügelfreie Kantenmenge. Unter allen spannenden Wäldern soll dieser maximale Gesamtsumme an Kantenlängen haben. Damit lässt sich auch das Min-Spanning-Tree-Problem lösen. Dazu wird für jede Kante die eigentliche Länge durch eine neue Länge ersetzt, nämlich Maximum aller eigentlichen Kantenlängen minus eigentliche Länge dieser Kante. Nach i-Iterationen sind die längsten i-Kanten behandelt worden. Die ausgewählte Kantenmenge ist zykelfrei und jede verworfene Kante würde einen Zykel schließen. Die ausgewählte Kantenmenge ist enthalten in der Kantenmenge eines uns unbekannten maximal spannenden Waldes. Die Partitionsmengen bilden die Zusammenhangskomponenten des momentanen Waldes. Aus der Invariante folgt sofort, dass das Endergebnis ein spannender Wald ist, zu dem keine Kante des Graphen ohne Zügelbildung hinzugenommen werden kann. Damit folgt sogar, dass das Endergebnis ein maximal spannender Wald ist, denn das Endergebnis ist enthalten in einem maximal spannenden Wald und wie gerade eben festgestellt, kann keine Kante hinzugenommen werden, ohne einen Zügel zu bilden. Am Anfang enthält der spannende Wald keine Kanten und die Partitionsmengen bestehen aus einzelnen Knoten. Damit ist die Invariante am Anfang natürlich erfüllt. In jeder Iteration wird die längste bisher nicht behandelte Kante behandelt. Falls sie einen Zügel schließt, wird sie verworfen, ansonsten eingefügt und wenn sie eingefügt wird, dann werden die Partitionsmengen der beiden Endknoten vereinigt. Damit wird durchgehalten, dass die aktuellen Partitionsmengen die Zusammenhangskomponenten des aktuellen Waldes bilden und dass keine verworfene Kante ohne Zügelbildung zu diesem Wald hinzukommen kann. Noch einzusehen ist, wieso das Kernstück der Invariante durchgehalten wird, nämlich, dass die aktuelle Kantenmenge immer in einem maximal spannenden Wald enthalten ist. Falls die aktuell behandelte Kante verworfen wird, ist das offensichtlich, die aktuelle Kantenmenge ändert sich nicht und bleibt daher im garantierten maximal spannenden Wald.
falls die Kante hinzugefügt wird und zu dem garantierten maximal spannenden Wald gehört, ist auch alles klar. Interessant ist also der Fall, dass die aktuell behandelte Kante E hinzugefügt wird, aber nicht in dem garantierten maximal spannenden Wald ist. Dieser Fall ist völlig analog zum entsprechenden Fall im Korrektheitsbeweis für den Algorithmus von Prim. Wenn einer der eingebauten Datentypen für die Kantenlängen verwendet wird, dann kostet das Sortieren der Kanten im Preprocessing m log m, mit m die Anzahl der Kanten. Jede Iteration hat konstante Komplexität, abgesehen von der Unite-Operation. Alle Unite-Operationen zusammen haben Aufwand n log n, n die Anzahl der Knoten. Insgesamt ergibt sich n log n plus m log m.